Und damit willkommen zurück zu Rising World. Wir sind hier immer noch auf dem Server, wo der Darklink und der Riperion am Bauen sind. Und ja, beim letzten Mal haben wir das Thema Doom angesprochen. Jetzt wollte ich noch das Thema Doom zu Ende führen. Ich wollte bloß die letzte Folge halt aufgrund der letztmaligen ganzen Fehler ordnungsgemäß zu Ende bringen. Also, Doom soll wieder back to the roots. Ja, also keine Tutorials, keine Heichi Taichi. Ich bin total lieb zu dem Spieler und der Spieler, der kann sich freuen und sich glücklich schätzen und er kriegt 20 Level, wo er erstmal das Spiel kennenlernt und dann geht's erst weiter. Nein, gar nichts. Ja, es geht gleich ans Eingemachte. Cool, wie ich hier alles einsammle und nicht wirklich was in der Hand habe. Doch, habe ich. Habe ich jetzt alle 12 Stück? Passt. So, ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, das hat mich schon wieder ein bisschen, wie gesagt, verwundert, diese Nachricht. Und ich muss sagen, ich war sehr begeistert, weil ich halt auch damals Doom gespielt habe, auch gerade so im Multiplayer. War das doch, sag ich mal, so der Burner. Wenn wir hier schon den Ofen anhaben, ne, kann man da vom Burner sprechen. Ja, und, ob das da jetzt alte Klassik-Level geben wird, keine Ahnung. Aber ich denke mal, es wird auch wieder Modifikationsmöglichkeiten geben, um das Spiel seinen Ansprüchen anzupassen. Ich gucke gerade mal bei mir in den Chat und sehe, er hat jetzt meinen Hitbox erkannt. Hat er ja immer manchmal so Probleme, brauche er aber ein bisschen. Also steht da 2 von 3 connected. Darum frage ich jetzt mal, einmal bitte auf Hitbox, einmal bitte auf Twitch und einmal bitte auf YouTube einen Kommentar, wer auch immer gerade da ist. So, ich brauche jetzt dann Eisen. Habe ich jetzt hier noch irgendwas an? Das kann ich noch. Yep. Okay, das heißt wahrscheinlich, der Hitbox geht nicht. Oder aber mein ganzes Tool ist gerade abgeschmiert. Ah, ne. Es kommt so langsam. Das heißt, entweder Twitch oder YouTube geht nicht. Okay, gut. Dann, weiß ich schon mal, dass Hitbox jetzt definitiv dabei ist. So, Eisen, Eisen, Eisen. Wo haben wir denn Eisen? Ich habe gar kein Eisen. Ich muss extra noch Eisen jetzt zubereiten. Och Mann, jetzt wollte ich diese Folge da schön was machen und dann. Naja. Ah, jetzt hat er 3 von 3 Chats. Okay, hat es erkannt, aber anscheinend sind die anderen Leute schon alle geflüchtet. Man muss dazu sagen. Hallo? 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 Nein, Twitch ist auch da. Da, oh, der Quartier-EP, der ist ein guter Mod. Der ist ein guter Mod, ja. Also, der Kev Game LP auch, ja. Nix über mein Kevi, ja. Über mein Kev. Aber der Quartier ist halt auch ein guter Mod. So, ist ja auch ein guter Freund von mir. So, nachdem das ja jetzt hier mit dem Eisen so super funktioniert, muss ich mir gerade etwas anderes einfallen lassen zum Bauen. Ich guck mal ganz kurz, was ich noch im Inventar habe. Ich habe hier noch ein bisschen was, um die Mauer zu vergrößern. Dann mache ich das doch glatt mal. Die Frage ist nur, inwieweit ich die Mauer jetzt vergrößere oder verkleinere. Also was ich vorhatte, war hier hinter noch so einen kleinen Schuppen zu bauen. Und ich glaube, das kann ich auch gleich mal anfangen. Wo ich dann die Werkbänke reinpacke. Ich weiß nur nicht, ob das dann geht. Müssen wir mal gucken. Also ich brauche ja eigentlich nur diese 2 Werkbänke hier hauptsächlich. Das heißt, die nehmen wir mit F, kann man die wieder aufnehmen. So. Und dann kann ich es ja wieder platzieren. Dann kann ich gucken, ob es passt oder nicht. Vorher macht das alles halt keinen Sinn, da wirklich. Also, mit F kann man noch Sachen auch aufnehmen. So, gucken wir mal, dass wir das hier ordentlich platzieren. Was ist besser, 2 oder 3 breit? Ja, was 2 oder 3 breit? Manche sind auch voll breit. Bezüglich was? So. Eine sehr klare Aussage. 2 oder 3 breit? Boah, mach mal 5. So. Jetzt
Gucken wir mal die Werkbank hier. Da haben wir zum Beispiel das Problem. Oh doch, so könnte ich. Eine Treppe. Treppe sieht meistens 2 bis 3. 3 sieht besser aus, finde ich. Aus bei Blöcken. Wenn du Bretter nimmst, kann es auch 2 sein. Wie ich das mache, dass ich überall live... Genau, der KTP schreibt jetzt gerade restream.io. Das ermöglicht dir das und gibt dir auch dann entsprechend die Tools dafür. Ja, also auch da bin ich auch gerne bereit, mit anderen Let's Playern auch zusammenzuarbeiten und denen entsprechend auch Tipps zu geben, was man so alles im Internet findet. So, jetzt wollte ich hier... Genau, dafür ist das nämlich. Genau. Danke, Korti. Der Korti hat nämlich gerade geschrieben, warum streamst du eigentlich auf mehreren Plattformen? Ganz einfach, wenn Twitch oder Hitbox oder irgendeiner von dir ausfällt, gerade was die Chats angeht, können die Leute ausweichen auf die anderen Kanäle. Ja, dann willkommen, dass du das erste Mal live dabei bist. Also eigentlich immer hier um 20 Uhr. So im Regelfall selten, dass es mal keinen Livestream gibt, weil ich da immer meine ganzen Let's Play-Aufnahmen mache. Und ja, ne? Und demnächst hole ich mir auch eine Lizenz. Denn, liebe Leute, YouTube wird immer größer, was die Zuschauerzahlen angeht. Ich merke es leider auch bei mir. Und ich muss mir jetzt eine Lizenz dann holen, weil ansonsten eine Strafe von 500.000 Euro anfällt. Aber... zum Glück ist das hier bei uns kein Problem, da die Lizenz zu bekommen. Das ist zum Glück ganz einfach. Kostet nur 12,50 Euro im Jahr bei uns. Juhu! So. Falls der KTLP dazu Informationen haben möchte oder andere Let's Player, könnt ihr mich gerne dazu anschreiben. So. Jetzt brauche ich Holz. Ich habe die Werkbänke direkt vor der Nase und will hier lang rennen, ne? Mhm. So, ich brauche Holz. Das heißt, welche Werkbank ist das hier eigentlich? Ah, das ist die kleine Werkbank. Oh, verdammt. Ich mache jetzt einfach erstmal Holz. Und dann mache ich noch... baue noch die Sägebank. Die brauche ich nämlich auch noch. Das ist das Problem. Und die muss ich jetzt hier irgendwie noch reinquetschen. Da habe ich jetzt natürlich ein großes Problem. Das heißt, nehme ich das mal wieder auf. Und ja, jetzt ist es schon wieder Nacht. Ist natürlich wieder geil. Aber jetzt da mit den anderen absprechen, funktioniert so gut wie... ja, so gut wie, ja, wie soll man, was soll man da vergleichen? Also, es ist, wie gut funktioniert das? Wie, KTLP und Mario Kart 8, so. Okay, das war ein schlechtes Beispiel, ich weiß. Wenn man Mario Kart 8 nicht gesehen hat, dann ist das natürlich ein bisschen ärgerlich. Dann war das ein bisschen, dann war der Witz ein bisschen flach. Also ich hoffe, der ist jetzt richtig rum. Gut, ist richtig rum. Wunderbar. So, dann holen wir uns jetzt hier erstmal die Bretter. Was nehme ich denn für einen Schuppen? Ich mag bei den Schuppen immer so richtig dreckige Bretter. So welche mag ich da immer gerne. Bauen wir uns 64 Stück. Und damit können wir das dann entsprechend bauen. Jetzt mache ich hier halt Licht an. Anders geht es nicht, sonst seht ihr nichts, ne? Dann drehen wir das Ganze und... jetzt muss ich halt gucken, mache ich das so breit, ja, und hier nach oben kann ich auch nochmal hochgehen, so, und platziere das, ja, wunderbar, seht ihr, und da kann man dann hier so einen kleinen Schuppen bauen. Ja, und da komme ich jetzt nicht runter, weil hier natürlich dann die Erde ist. Das heißt, hier muss ich erstmal ganz kurz die Erde abtragen. Ob ich das überhaupt hier so ordentlich hinbekomme oder ob ich... Nein, hat funktioniert. Ich kann die Erde ganz normal abtragen. Dann drücken wir wieder die Taste G und können hier wieder das Brett platzieren. So, da haben wir erstens hier einen schönen Schuppen. Jetzt drehen wir hier nochmal. So. Nein, der war falsch. Hallo. Wurde doch auch Zeit, ey. Geht ja aber gar nicht. So, dann haben wir hier nämlich gleich einen schönen Schuppen. Muss ich noch eine Tür bauen, aber das ist auch kein Problem. Eine Tür kriegen wir auch locker hin. Die Tür packe ich dann dahin. So. Da
davor mache ich dann, glaube ich, vielleicht noch so ein bisschen Kies oder so. Keine Ahnung, muss ich nochmal gucken. So, die Tür soll dahin. Die ist zwei breit. So, und dann haben wir da gleich einen schönen Schuppen. Nein, nein. Das Brett ist jetzt irgendwo in der Erde verschwunden, egal. So, schon haben wir hier erstmal einen gewissen schönen Schuppen. Jetzt kann man natürlich hier das Ganze noch ein bisschen anpassen später. Kann ja Fenster reinmachen oder ähnliches. Habe ich jetzt aber erstmal nicht vor. Ich möchte jetzt hier gerne ja, noch Türen. Und dann nehme ich natürlich auch so eine richtig schäbige Tür. Ich finde das, wie gesagt, immer ganz cool, weil ein Schuppen, da muss ich mich immer so an meine Vergangenheit so zurückerinnern. Und nein, ich habe nicht in einem schäbigen Schuppen gewohnt, ganz im Gegenteil, mir ging es eigentlich relativ gut. Da denke ich eher mehr so an die Sache. Funktioniert das so? Sekunde. Jawohl. Da denke ich eher so an die Sache, wo ich als Kind immer dann beispielsweise mal auf dem Bauernhof zu Besuch war oder so ähnlich. Das fand ich dann immer ganz cool. Oh, jetzt muss ich hier mal ein bisschen fliegen. Und das Ganze hier anpassen. So, schön fixieren. Und minimieren. So, wenn man das dann Ganze minimiert hat, dann sieht das Ganze auch dann wahrscheinlich wieder bei weitem besser aus. Ich habe wahrscheinlich echt die Wand ein bisschen zu hoch gezogen. Muss ich hier wirklich ein bisschen... Jetzt hätte ich natürlich das mit dem Holz noch eine Stufe kleiner machen können. Aber okay, so jetzt gehe ich hier hoch. Wenn ich das da oben platziere, habe ich da so eine kleine Lücke. Das ist aber kein Problem. Wie gesagt, jetzt sieht man halt hier auch, so Enter drücken und dann kann ich das hier auch nochmal schön fixieren. So, jetzt sieht das halt natürlich einfach hier noch aus wie ein kleiner Kasten. Ja, ganz im Ernst, damit bin ich gar nicht zufrieden. Bin ich ganz ehrlich. Ich finde, das sieht einfach scheiße aus. Könnt ihr sagen, was ihr wollt. Das sieht scheiße aus. Das mache ich nochmal neu. Das muss ich anders machen. Jedenfalls weiß ich jetzt, wie hoch ich das alles anpacken muss. So. 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 Immer schön weg. Denn, es soll ein Schuppen sein und der soll auch aussehen wie ein Schuppen und nicht irgendwie wie ein Big Brother Container. Ich glaube, das trifft es so am besten. Gut. Und das ist auch zu hoch. Also, jetzt gucken wir nochmal wegen dem Holz. Ich habe noch 34 Holz, habe ich da. Drücken hier nochmal die Taste G und gehen hier nochmal eine Stufe kleiner, was das angeht. Ja, und dann gehe ich hier nochmal. Dann gucken wir jetzt nochmal, wenn ich das jetzt hier platziere. Möchte ich natürlich hier. Jetzt habe ich hier das Problem. Ja doch, so müsste es gehen. Wir gucken mal, wie das aussieht. Ja. Das ist dann klein. Das ist ärgerlich, das war jetzt zu klein. So, das ist jetzt die Größe. So, wunderbar. Das könnte funktionieren. Genau, dass man hier so kleine Lücken hat. Dass es dann wirklich aussieht, als ob das hier wie so ein Schuppen auch wäre. Ja, da kann man natürlich dann auch so schiefe reinbauen und was weiß ich nicht. Also man hat da so viele Möglichkeiten, das alles aufzubauen. Keine Sorge, die Raster verschwinden dann automatisch wieder, sobald man aus diesem Baumodus rausgeht. So. Und hier. Und natürlich das Ganze auch noch auf der anderen Seite. Ist interessant hier zu lesen, wie die Leute oder wie die Zuschauer im Chat sich gegenseitig schon Spitznamen geben. Finde ich gut. Ja, solange sie noch freundlich sind. So, zack. So, zack, zack. Wunderbar. Ja, das sieht schon eher danach aus,
die drei Bretter sind falsch irgendwie platziert. Warum er das jetzt auch schon wieder gemacht hat, keine Ahnung. Platziere ich die halt nochmal neu. Den platziert er nur zur Hälfte. Warum? Komm runter hier. Das gibt's doch nicht. Jetzt geh runter. Hier brauche ich mehr Platz. Macht Platz hier. Hier muss ein Schuppen hin. Und der muss auch ordentlich aussehen. Das geht ja wohl so mal gar nicht, ne? Jawohl. So, nochmal. Neuer Versuch. Ja, es ist tricky. Und schon geht es. Wunderbar. So, das Raster ist aus. Die Tür steht. Und schon haben wir hier so eine Art, ja, Schuppen. Jetzt ist es natürlich so... da fehlt noch ein Balken. Jetzt brauche ich da vier Balken und die muss ich dann auch noch platzieren. Also mindestens vier Balken, damit es halbwegs erstmal nach etwas aussieht, ne? Das heißt, wir nehmen uns jetzt hier vier Balken. Die machen wir jetzt auch mal so ein bisschen dunkler. Ja, sollen halt nicht auch gleich aussehen, ne? Nehmen wir die hier. Nehmen wir diese Farbe mal, wählen die aus. Und jetzt ist auch hier wieder das gleiche Prinzip wie bei dem anderen. Trefft die Mitte, vergrößert es. Und wenn ihr jetzt die Steuerung-Taste drückt, könnt ihr auch sogar mal nach oben gucken und könnt das Ganze sogar nochmal anpassen. So, jetzt muss ich 1, 2, 3, 4 runter, weil er hat das nämlich da fixiert. Wenn ich jetzt loslasse, zack, oh, kann ich sogar noch einen hoch. So. Und wunderbar. Haben wir hier einen ekligen kleinen Block. Das gleiche muss ich jetzt natürlich auch hier machen. Da wird das Ganze nur noch ein bisschen heftiger. Weil ich nämlich das hier nicht sehe. So. Wird. Kartoffel. Entschuldigung, ich muss die jetzt mal so abgreifen. So, jetzt hier gucken, dass ich das hier genau erwische, weil... Hier seht ihr, die Tische sind sehr eng beieinander gestellt. So, und ja. Hier bei der Tür ist es natürlich wieder was ganz anderes. Da sieht es natürlich dann nochmal beschissen aus. Hätte ich mitdenken müssen. Muss ich die Tür nochmal anders platzieren. Sieht ein bisschen bescheuert aus. Gut. So. Nichtsdestotrotz sind wir soweit eigentlich schon mal wieder mit der nächsten Folge fertig. Diese Folge war schon mal wieder ein bisschen länger. Ich hoffe, euch hat das soweit gefallen. Oh, man kommt sogar noch durch, ob man es glaubt oder nicht. Cool. Dann bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuschauen und sage wie immer, ich bin euer Tro. Haut rein. Tschö, tschö.